Ja, herzlich willkommen auf UNAD Live TV. Heute zu Gast Stefan Weidner von der Band Der W. Ja, hallo Stefan, wie geht's dir heute? Ganz gut. Es geht mir von Tag zu Tag besser. Du spielst auch meine drei gebrochenen Rippen an. Genau, richtig. Da ist ja ein bisschen was schiefgelaufen. Ja, ja. Ja. Ich bin nochmal versucht, das Konzertleben etwas schwerer zu machen als nötig. Okay. Und es hat auch gut funktioniert. Und jetzt mittlerweile, ja, ich krieg langsam die Kurve und die Medikamente und der eiserne Wille helfen mir hier durch die Konzerte. Okay, dann kannst du also richtig losgehen jetzt wieder. Ja, ich gehe schon ganz gut ab. Also diese zwei Stunden da oben auf der Bühne, ne? Adrenalin hilft eben auch. Also ich glaube, die Leute merken jetzt gar nicht mehr so viel da oben. Also ich merke es nach den Konzerten und ich merke es morgens. Und während den Konzerten geht es eigentlich ganz gut, sodass dass der Stimmung sozusagen keinen Abbruch tut. Alles klar. Gut, dann wollen wir auch mal gleich soweit starten mit der ersten Frage. Und zwar, Stefan, du lebst ja jetzt oder hast eine längere Zeit in Frankfurt am Main gelebt, bist dort aufgewachsen. Erzähle uns doch mal aus deiner Sicht bitte einmal über das Leben in Frankfurt, beziehungsweise gibt es Unterschiede zu früher und heute? Wow, ja, wenn es die gibt, bin ich wahrscheinlich die falscheste Person, die man befragen kann, weil ich lebe schon seit 13 Jahren nicht mehr in Frankfurt, komme natürlich regelmäßig nach Frankfurt, weil ich dort auch noch arbeite teilweise. Ne? Ich gehe da gerne ins Studium und habe aber sozusagen keine sozialen Kontakte mehr. Das ist natürlich nicht richtig. Ich habe eine Menge Freunde dort, aber ich gehe kaum mehr weg, weil wenn ich dort in Frankfurt bin, dann arbeite ich. Also das heißt, mich jetzt zu fragen, was sich an Frankfurt verändert hat, ist schwierig. Ich glaube, die Stadt putzt sich ganz schön raus, aber was so in der Szene abgeht, da kriege ich von gar nichts mehr mit irgendwie. Ne? Und dementsprechend Frankfurt, ich komme immer gerne zurück, fahre auch immer gerne weg. Okay. Nee, weshalb ich drauf komme, auf Frankfurt zu sprechen, ist eigentlich, aus deiner Vergangenheit war ja Frankfurt auch nicht gerade das schönste Pflaster, da wo du gewohnt hast, also sehr viel Gewalt. Weshalb ich darauf zu sprechen komme, ist dein Projekt Voices vs. Violence. Was machst du da jetzt so genau? Beziehungsweise, ich habe gehört, du bist da in Schulen, redest da mit den Schülern so ein bisschen. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, was das Projekt so beinhaltet. Naja, in dem Projekt bin ich mit dem Soziologen Cornelius Pelzer eben halt auch in Jugendknäste gegangen, in Schulen und gerne auch dort, wo, na gut, im Jugendknast, da ist sowieso Not am Mann, aber gerne auch an Schulen, die halt eben in sozialen Brennpunkten eben waren und spreche dort mit Leuten über meine Erfahrungen, mit Jugendlichen halt eben, ne? Und versuche so, eben nicht aus der Position des Pädagogen oder des Oberschlaumeiers und Fingerzeigers irgendwie mit den Leuten zu sprechen, sondern als jemand, der mal auf deren Stuhl gesessen hat und eben weiß, woher Gewalt kommt und wie sich das anfühlt und was man vielleicht auch dagegen tun kann. Ne? Und ich glaube, das kam ganz cool an. Also letztendlich gibt es halt ein paar Leute, denen kann man eh nichts sagen, denen kann man eh auch nichts beibringen, die sind einfach auch echt verloren. Ne? Aber es gibt halt eine Menge drunter, die halt eben, keine Ahnung, sich dann doch vielleicht mal Gedanken machen durch ein Gespräch. Und die gilt es irgendwie anzusprechen. Ne? Die, wenn du da irgendwie von 10 Leuten eben nur einen von erreichst, hat sich das schon gelohnt in meinen Augen. Und wie gesagt, da wo ich groß geworden bin, das ist ein Vorort von Frankfurt, das weiß ich nicht schön, das waren 2/3 mit Migrantenhintergrund und da war man sozusagen als kleiner, dicker Deutscher in der Minderheit und ist da Spießruten gelaufen. Also da hat man schon gelernt, entweder schnell zu laufen oder sich zu wehren. Ja. Ja, ich denke mal, ist interessant auch die Storys zu hören und auch den Kontakt mit den Schülern zu suchen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, vielleicht mal eine Dokumentation oder so zu machen, irgendwie so einen Videoschnitt davon? Naja, ich möchte mich jetzt auch nicht so als den Menschen darstellen, der jetzt hier ständig Gutes tut. Ne? Die ganze Geschichte kann man sicherlich noch besser bedienen, auch intensiver noch bedienen. Ne? Und das ist sicherlich auch in meinen Plänen verankert. Allerdings fehlt mir halt momentan oder im Augenblick die Zeit dazu, das wirklich so richtig intensiv anzugehen. Also ich habe natürlich schon noch einiges vor damit, das macht auch unheimlich viel Spaß und ich denke, es ist wichtig, dass gerade so Leute wie ich, die halt eben ne, aus diesen Gegenden kommen, ja, ne, wo es halt einfach wirklich weh tut zu leben, mit den Leuten redet. Und ich bemühe mich da irgendwie noch richtig loszulegen, aber im Augenblick liegt das Projekt ehrlich gesagt nicht brach, aber es wird gerade nicht bedient. Okay.
Kommen wir zum weiteren Projekt, was auch viele Fans angefragt haben, ist zu deinem Projekt Big Couture. Gibt es da noch weitere Motive oder wird es da noch irgendwas Neues in der nächsten Zeit geben? Was kannst du da so verraten? Ja, da kann ich ja gar nicht so viel zu verraten. Das liegt irgendwie genauso brach irgendwie. Ne? Ich muss mich leider irgendwie entscheiden, so, was ich so machen will und was ich machen kann auch mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Und leider fallen eben, wie gesagt, diese ganzen Zeitprojekte dadurch raste irgendwie. Es ist für mich eine wahnsinnig zeitintensive Zeit und so mit 50 fängt man tatsächlich an, auch mal drüber nachzudenken, wie wäre es denn mal, wenn du so ein bisschen Zeit für deine Familie und für dich hättest und dementsprechend ist Wekotür für mich immer noch nach wie vor ein schöner Gedanke. Leider wurde er nicht so angenommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Also sprich, die eigentlich gute Idee dahinter, ich meine, wir arbeiten ja da tatsächlich mit einem relativ hohen Aufwand, lassen Schnitte machen, lassen Stoffe färben, denken uns eine schöne Geschichte zu einem Motiv aus, irgendwie machen da limitierte Auflagen von und trotzdem erreiche ich nicht die Leute, die in der Menge, wie sie nötig wären, um so ein Projekt irgendwie am Leben zu erhalten. Und da jetzt, sage ich mal, Zeit zu investieren und finanziell noch draufzulegen, da habe ich momentan keinen Bock drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Ja. Aber es besteht die Gefahr, dass da noch was kommt. Ja, ich würde es gern weiterführen. Vielleicht muss das Zeug auch in einen Laden, dass man einfach mal so ein haptisches Gefühl dafür bekommt, dass es wirklich jetzt nicht einfach ein T-Shirt ist, sondern dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Und dann muss man es eben auch wollen und muss auch dann auch bereit sein, diesen Preis zu bezahlen, den halt eben ein limitiertes T-Shirt kostet. Und wenn es da eine Klientel für gibt, dann gern. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich liebe Shirts. Da sind ja auch geile Motive dabei, wenn es wirklich viel Botschaft hat. Ja, genau. Und sicherlich müsste das ganze Ding mal upgedatet werden und mal auf den neuesten Stand gebracht werden. Aber wie gesagt, ne, vielleicht zu gegebener Zeit. Okay. Kommen wir zum weiteren Projekt. Du hast gesagt, du bist viel beschäftigt, hast dementsprechend auch einige Projekte, die dann eben dort auf Eis bleiben. Wir haben mal gehört, dass du vorhattest, ein Buch aus deinem Trip von Costa Rica rauszubringen. Was ist damit geworden? Liegt das jetzt komplett auf Eis oder bist du immer noch gedanklich damit schwanger? Oder? Ja, also auch noch ein offenes Projekt. Das Buch ist eigentlich geschrieben, das meiste Zeug hat Edmund geschrieben, also mein Reisebegleiter Edmund Hartsch. Wir sind ja von Mexiko bis nach Costa Rica 13.000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Und da sind sehr viele lustige Sachen passiert. Und das Buch ist auch sehr interessant und sehr lustig. Nur würde ich das ganz gerne auch noch mit eigenen Worten anreichern und auch noch mit Musik hinterlegen. Weil ich glaube, dass dieser Reisebericht auch unterstützt durch Musik irgendwie noch mehr an Intensität gewinnen würde. Und dafür habe ich dann eben auch noch keine Zeit gehabt. Ja, viel beschäftigter Mann. Ja, nicht viel beschäftigter. Ich liege halt ganz gerne im Krankenhaus und baue gerne Unfälle und solche Dinge. Und das kostet natürlich auch eine Menge Zeit. Ja, klar, so verschiebt sich einfach mal die Tour um so ein halbes Jahr, aber macht ja nichts. Ja, nee, genau. Okay. Bleiben wir in Costa Rica. Und zwar ist da die Frage, wärst du da eigentlich auch von den Mitmenschen dort erkannt als der wie Stefan Weidner oder kennen die dich eigentlich da gar nicht? Den Thunfischen und Haien ist es vollkommen egal, wie ich aussehe. Und wenn ich in Costa Rica bin, am meisten Zeit im Wasser verbringe beim Surfen, das interessiert die gar nicht. Den Aras und den Affen ist es auch scheißegal. Und es gibt da aber tatsächlich, weil wir wohnen echt am Arsch der Welt dort. Ja, das ist also wirklich Dschungel, da gibt es halt eben keine asphaltierten Straßen mehr und da sagt halt tatsächlich hier der Elefant, nicht der Elefant, der Affe, dem Ara gute Nacht. Ja, und dann schwimmt auch mal Wal vorbei und so, aber halt eben glücklicherweise nicht so viele Menschen. Und das ist genau das, was wir da suchen. Du bist auch unheimlich disconnected. Also wir haben jetzt mal so Satelliten-Internet, aber wir hatten auch 10 Jahre lang da nicht mal richtig Strom und so. Also ein guter Ort, um sich da mal so ein bisschen zu entspannen. Wenn du relaxen möchtest, perfekt. Ja. Gut, also ab nach Costa Rica. Gut. Die nächste Frage ist, wie hast du die Entwicklung der Deutschrock-Szene miterlebt? Du hast ja einmal verlauten lassen, dass du angreifen wolltest. Wie soll der Angriff aussehen? Aber ich greife ja nicht auf den Deutschrock an, das ist ja gar nicht meine Sparte irgendwie. Ja, es kam so ein bisschen mit Kampf der Kopien so ein bisschen rüber. Dass du da so ein bisschen... Ja gut, ich meine, es gibt in dieser Szene bestimmte Dinge, die mich stören. Ja? Und auf die spiele ich letztendlich auch an. Letztendlich kann ich ja tatsächlich einfach auch ganz gelassen Deutsch sagen, pass auf, wir haben natürlich diese Musik mit den Onkels ein Stück weit geprägt und beeinflusst und das kann mich ja eigentlich auch stolz machen. Es gibt da eben aber diese andere Seite, wo ich denke, hey, haben die Leute denn aus der Geschichte der Onkels nichts gelernt? Oder kopieren sie die einfach nur? Und das nicht in der Zeit, die ich gut finde, sondern kopieren zu einer Zeit, die finde ich nicht kopierenswert ist. Und das greife ich in dem Song
auf eine Art auch an, ne? Dass ich einfach denke, man muss jetzt nicht irgendwo im halbbraunen oder rechten Lager fischen, man muss auch nicht die ganzen Dumpfbacken aller Stammtische irgendwie abgreifen und denen irgendwie Schlagermusik mit ein paar elektrischen Gitarren irgendwie um die Ohren hauen, sondern es geht ja auch doch besser. Und das, was man heute Deutschrock nennt, muss ich dir sagen, es ist nichts, was ich in irgendeiner Form irgendwie bedienen will. Es ist okay, dass es da ist, wem es gefällt, schön, wunderbar, wenn man, ich rede von Rock mit deutschen Texten. Okay, ja gut. Bleiben wir bei den Musikszenen und zwar bist du ja aus der Punk-Szene so gesehen entstanden. Was bedeutet Punk eigentlich noch für dich heute? Punk bedeutet, es gibt ja in dem Sinne immer noch echte Punks. Sie sehen vielleicht nicht mehr aus wie Punks und es gibt auch immer noch Punk-Rock- Attitude, finde ich, ja. Aber die ist einfach, das hast du oder hast du nicht irgendwie, das kann man ja irgendwie schwer erklären. Für mich ist das nach wie vor eine essentielle Lebenseinstellung. Ich muss jetzt nicht rumlaufen mit einem Anarchia und ich muss auch nicht mehr irgendwie den dicken Rebellen spielen irgendwie. Aber ich kann immer noch dieses soll ich sagen, Punk hat mir so wahnsinnig viel gegeben, ne? So eine Freiheit und so eine Losgelöstheit und auch so ein Scheißegal-Gefühl. Und das trage ich immer noch mit mir herum. Ja. Ne? Das ist so ein Ding, das ist ein Teil so des Kerns des Weiten, das auch ist immer noch Punkrock irgendwie. Und klar, keine Ahnung, wenn mir jetzt drei Griffe irgendwie Punkrock zu machen, Musik oder das, was man unter Punkrock verstanden hat, ist nicht mehr so spannend für mich. Aber da gibt es ja auch tolle Bands, die ich auch immer noch für Punk halte, ob es Rise Against ist oder was auch immer, die auch klasse Musik machen. Aber ich denke, Punk bist du irgendwie im Herzen und bleibst es auch, wenn du es einmal warst. Okay. Das Thema Castingshows haben wir jetzt. Und zwar sind sie für dich Fluch oder Segen? Siehst du solche Formate eher als Chance für Musiker oder eher als Ausbeuterei? Doch, anstecken, ich glaub's ja gar nicht. Okay, was sind die für mich? Fluch oder Segen, oder? Ja, Fluch oder Segen, was siehst du damit? Ist das eher mehr Ausbeuterei für dich oder ist das mehr ein gutes Format, wo viele junge Leute hingehen sollen? Die Frage hat sich ja jetzt schon jeder vernünftige Mensch einmal selbst beantwortet. Ja, also ich meine, ich glaube auch, das Format hat sich jetzt eh auch erledigt. Jetzt hat es auch jeder Depp geschnallt, dass sie im Prinzip die eigene Scheiße kaufen, die sie da irgendwo vorgesetzt bekamen und dann auch kultiviert haben und da ihren Star rausgewählt haben und nächstes Jahr kräht kein Hahn mehr danach. Also furchtbares Format, finde ich, ganz unsäglich. Ich meine, da gab es jetzt nochmal, was war das, Voice of Germany, das fand ich so in der ersten Staffel, die paar Sendungen, die ich gesehen habe, noch irgendwie ganz reizvoll aufgrund dieser Stühle, meinst du, die sie umdrehen? Richtig, genau. Ja, das fand ich irgendwie noch ganz witzig, aber ehrlich gesagt, das ist... Gerade läuft The Voice of Kids. Ach Gott, die armen Kinder, ey. Ja, stimmt, die Kinder sind da. Ehrlich gesagt, so alles gequirlte Scheiße. Ja, weshalb wir jetzt auch mit drauf kommen, klar, ist eben halt dein Song damals noch mit den Onkels Superstar und eben halt jetzt von der neuen Platte 3. Gut, da geht es erstmal im Song 5 Minuten Ruhm. Alkoholfrei. Wirklich. Muss auch ohne gehen. Öffner? Ja, Öffner. Sehr schön. Ja, die praktische Sache. So geht das. Alkoholfrei, müssen wir zeigen. Alkoholfrei. Naja, so. Mit gebrochenen Rippen sollte man und Medikamenten sollte man den Alkohol zeigen. Ja, mein Arzt hat gesagt, Morphium und Alkohol passen nicht gut zusammen. Und ich möchte ihm Glauben schenken. Netter Arzt. Okay. Nee, Prost. Nochmal, wie gesagt, wie ich drauf komme mit den Castingshows. Du hattest ja den Song damit mit Onkel Superstar gespielt. Jetzt auf der neuen Platte 3 hattest du den Song 5 Minuten Ruhm. Da geht es zwar mehr um den Bambi, der Echo und der Berlinale. Was regt dich an den Awards denn am meisten auch so mit auf? Die Awards selbst regen, also nicht, dass es da jetzt einen Preis verliehen wird für keine Ahnung was. Das ist ja doch irgendwie alles legitim. Aber wie da so jeder versucht, seine Fratze möglichst schnell irgendwie vor den Foto oder die Filmkamera zu schmeißen, das ist, finde ich, irgendwie ganz absurd irgendwie. Und diese Profilneurosen, die ich da sehe und dieses Mangel an Profil irgendwie, das finde ich furchtbar. Und diese Selbstbeweihräucherung, die da stattfindet. Und die wirklich guten Künstler kriegen ja eh keine Preise. Ja, und dementsprechend ist es eigentlich auch total unsinnig, diesen Preisen hinterher zu hecheln. Und es wird ja mittlerweile nur so ein Laufsteg für so Egomanen irgendwie. Ne? Und ja, das ist eigentlich das, was mich viel eher aufregt. Ne? Und da feiert sich irgendwie halt so eine Industrie selber ab.
Und alle werden ganz geil drauf, sobald sie auch irgendwie ein bisschen größer werden. Ich meine, sicherlich ist es charmant, einen Preis zu gewinnen, aber keine Ahnung, man muss ihn nicht unbedingt haben. Und es ist auch, darf auch nicht Ziel sein, Musik oder einen Film zu machen, um einen Preis zu gewinnen. Wenn man den für einen tollen Film und eine tolle Leistung bekommt, kann man das sicherlich annehmen. Aber dieses ganze Drumherum, dieses ja, eben, wie ich gerade sagte, dass so Industrien sich dann so selbst abfeiern und eigentlich nur das kommerziellst erfolgreichste und nicht das beste Produkt irgendwie einen Preis gewinnt. Ja, das finde ich nicht gut, aber ist auch, wie gesagt, meine Meinung und die kann ich auch gerne für mich behalten. Aber ich bin ja eben auch Mucker und dementsprechend habe ich die Möglichkeit, da in Texten so meinen Gedanken Luft zu machen und ja, das mache ich halt ab und zu mal. Man darf mich aber auch nicht so ernst nehmen. Klar, deine Ironie aus den Texten, hören wir raus. Das ist übrigens ein sehr guter Song, wie ich finde. Ja, bleiben wir mal kurz beim Echo. Und zwar gab es da ja dieses Jahr so eine schöne Regeländerung, dass man mal eins nominierte Bands wieder rausgeworfen hat. Wie stehst du dazu? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dazu eine Meinung haben soll irgendwie. Ich finde es natürlich so ein Stück weit erstmal armselig, wenn da nun jemand nominiert wird, den dann wieder auszuladen. Ich finde es aber auch armselig, was da generell auch so draus gemacht wurde und wie sich dann so andere Bands wiederum versuchen zu profilieren, indem man da, keine Ahnung, so eine politische Haltung einnimmt, damit zeigen will, wie politisch korrekt man ist irgendwie. Ne? Also entweder sagt man, pass mal auf, das ist ein deutscher Preis, den kriegt kein Österreicher. Ja? Dann ist es eine, oder macht es wie bei den Onkels, ne? Die einfach immer in eine Gruppe, in eine Gruppierung oder in eine Sparte reingesteckt wurden, wo wir ihn eh nie gewinnen konnten. Ja? Und einfach durchwinken und von Dirk Bach, gut, er ist jetzt tot, er kann leider keine Laudatio mehr halten, aber dann noch ein paar dumme Sprüche reingedrückt bekommt, so wie es damals bei den Onkels der Fall war. Und dann wird der Käse gegessen werden. So gab es einen riesen Spektakel und ein wahnsinniges Medienecho und ich glaube, da können sie sich freiwillig drüber freuen, ne? Weil so bekannt hätten die nicht werden können. Also beziehungsweise es war marketingmäßig wahrscheinlich das Beste, was denen passieren kann. Ja, gut. Echo nie bekommen, immer in den Kategorien. 2006, glaube ich, war das, habt ihr den ja doch bekommen, für die war ja Con Dios. Ja, ich glaube, da konnten sie dann einfach nicht, da konnten sie aber nichts mehr dagegen machen. Ne? Das war halt einfach nur mal zu dem Zeitpunkt wirklich das weit meistverkaufteste Video, was es gab. Und dementsprechend konnten sie, mussten sie uns diesen Preis verleihen. Okay. Kommen wir mal zum Song Angst. Hier siehst du ja die Depression als Angst und Signatur der modernen Welt. Wie gehst du persönlich mit dem Thema um? Kennst du Menschen, die an Depressionen und Angststörungen leiden? Ja, ich kenne viele Menschen, die darunter leiden. Und Angst ist für mich halt deswegen ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass es so einfach tatsächlich uns dermaßen im Zusammenleben, am Zusammenleben, an der Gemeinschaft irgendwie hindert. Weil wir haben Angst vor allem, wir haben Angst vor anderen Menschen, Leute, die anders aussehen, die anders riechen, die sich anders anziehen. Ich meine, Ängste sind so vielfältig und ich finde, das ist so die schlimmste Geisel, die es eigentlich in unserer Welt irgendwie gibt. Ja. Und sie wird halt hier so kultiviert. Das ist das, was mich eigentlich ja dann auch so bewegt, Texte zu machen, weil wir sie so kultivieren. Wir werden ja nur mit Angstnachrichten gefüttert. Ne? Da passiert hier wieder was Schlimmes, da gibt es eine Krise, hier gibt es einen Krieg. Und wenn eben diese ganz großen Horrorszenarien nicht stattfinden, dann dividiert man halt eben Leute auseinander. Und ich finde, da tun die Medien irgendwie keinen guten Job machen, irgendwie, sondern im Gegenteil. Angst verkauft sich gut und das sehen wir, glaube ich, auch tagtäglich im Fernsehen und schüren damit eben halt diese Gefühle und machen es einfach nur alles nur schlimmer. Und wir nehmen halt vor allem auch die Leute, die wirklich Angststörungen haben, nicht ernst. Hast du irgendwelche Tipps für die Leute, die darunter leiden? Was können sie tun? Ich denke, das Wichtigste ist einfach, sich seinen Ängsten zu stellen. Das ist das, wie ich auch angefangen habe, so meine Ängste zu bearbeiten. Ne? Auch die man also selber betroffen von den ganzen als Traumata schon aus der Kindheit irgendwie mit sich schleppt. Ne? Okay. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig, sich dazu zu bekennen und uns öffentlich zu machen. Auch in seinem bekannten Freundeskreis. Auch wenn es wehtut, auch wenn man sich für bestimmte Dinge schämt. Aber ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich der, selbst dazu zu stehen. Und die Leute einzuweihen und zu sensibilisieren dafür. Ne? Weil für die Leute, die unter Angst oder Panikattacken oder Angststörungen, Depressionen leiden, ich meine, ist einfach dieses Schamgefühl so irrsinnig groß. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Verständnis wünschen. Okay.
Kommen wir nochmal zu einem weiteren Projekt, was du damals gemacht hast. Und zwar gibt es da mehrere Gerüchte, dass du irgendwie mit Daniel im Streit sein könntest. Ist da irgendwie was dran? Gibt es vielleicht doch nochmal irgendwann eine Möglichkeit eines weiteren Projektes, Lord und Antistars? Oder was ist da jetzt wirklich los? Man sollte jetzt nie, nie sagen. Ja? Ich glaube, also ich spreche jetzt einfach mal ganz offen. Ich habe mit Daniel persönlich gar kein Problem. Es ist eher so, dass ich... Also mehr doch hatte, wieder diese Gerüchteküche in Gang gesetzt worden. Ja, es ist einfach so, dass Daniel, glaube ich, ja einfach, ne, ohne mich, ohne dieses Onkelsdogma auch, was ich ja mit mir rumschleppe, ja, ne? Und diese Jacke will er sich einfach nicht anziehen, glaube ich. Das hat er vielleicht nicht so deutlich ausgesprochen und es war eine Sache, die ich ja vielleicht auch kritisiert habe, auch ihm gegenüber, fand ich nicht so toll. Nicht die Tatsache, dass, das finde ich total legitim, dass er das nicht möchte, aber ich bin so jemand, der ja das offene Wort irgendwie braucht und fordert und das kam halt zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich bin wie gesagt mit Daniel jetzt nicht irgendwie böse oder wir sind uns nicht grün oder so, das ist gar nicht der Fall. Okay, da haben wir die Sache also auch schon mal geklärt. Ja, im Jahre 1980 wurde dein Bass ja noch lustigerweise durch die Heizungsluft gestimmt, so wenn man das mal den Glauben der Biografie entnehmen kann. Ja, heute scheint allerdings der Weg irgendwie alles in Perfektion auszuüben, sei es jetzt nun Bass, Gitarre, Klavier. Selber beigebracht oder irgendwie war Gonzo und Dexu ja jetzt irgendwie dein Lehrer, dein Mentor? Naja, sicherlich haben die beide dazu beigetragen, dass man sich verbessern will. Und sicherlich hat auch Gonzo damals bei den Onkels so eine gewisse Musikalität reingebracht. Ja? Und Dirk tut das natürlich für mich auch. Also überhaupt meine ganze Band spornt mich an, besser zu werden. Und ich habe mir die Sachen selbst beigebracht und bin aber noch weit davon entfernt, wirklich, war nie ein guter Bassist, bin auch kein guter Gitarrist. Ich will halt Spaß haben, auch mit den Instrumenten oder mit dem, was ich mache. Und das ist halt auch dieser Punk noch in mir, dass es mir gar nicht so auf Perfektion an sich ankommt, sondern letztendlich ist für mich ein Song und eine Haltung und einfach ein Gefühl irgendwie viel entscheidender. Und solange ich das vermitteln kann, ist es okay. Ne? Also gar keinen richtigen Lehrer oder Musikunterricht? Nein, ich habe auch keine Ambition, jetzt ein Gitarrist zu werden. Ich bin kein Gitarrist, ich bin eher ein Komponist. Und ich bin Texter, ich bin jemand, der einen guten Song zu schätzen weiß. Mir kannst du jetzt nicht imponieren, indem du halt eben so ein Frickler bist irgendwie. Ne? Das schärft mich zwar schon, mir das mal anzugucken, aber sage ich mir, okay, ich guck mir das ganz gerne an, aber das würde ich jetzt mir nicht abtrotzen wollen. Ne? Also lieber mehr Spaß als die Perfektion. Naja, Emotionen sind mir wichtig, ne? Und die will ich transportieren. Und da möchte ich natürlich in dem Rahmen so gut werden, wie ich das halt eben persönlich kann, so gut, wie ich das eben schaffe. Aber ich verzweifle jetzt nicht daran, wenn ich jetzt irgendwie Jazz nicht verstehe. Okay. Ich will das Thema Vorbands ansprechen. Wer wählt die für diese Konzerte aus? Bist du das selber oder fragen die Leute selber an? Und mit wem wolltest du auch nochmal selber auf der Bühne stehen? Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die fragen an und es gibt auch Leute, die durch Freunde mir nahegebracht werden und letztendlich wähle ich die dann aber aus. Okay. Ja. Also letztendlich hast du dann so gesehen? Das letzte Wort habe ich, ja. Okay. Und bestimmte Bands, die du irgendwie am liebsten nochmal irgendwie dabei haben würdest, so auf Tour oder für die als Vorband vielleicht selber auftreten? Je nachdem. Also als Vorband würde ich natürlich ganz gerne nochmal... Also eröffnen würde ich gerne für Metallica, sage ich ganz ehrlich. Ne? Ich hätte auch tierisch Bock, mal mit so ein paar Stoner-Bands auf Tour zu gehen. Ja? Auf Danko Jones wäre auch nochmal eine schöne Kombination, glaube ich. Der W und Danko Jones könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also das wären so Bands, wo ich sagen würde, hätte ich Bock drauf. Ja. Kommen wir langsam nochmal zum Ende. Und zwar kommen wir aber nochmal zur Tour. Und zwar merkt man das den Leuten an, dass die Tour verschoben wird oder läuft alles wie immer? Findest du so jetzt die letzten Konzerte so rückblickend gesehen? Ja, ich sag mal, es fing so ein bisschen steif an, klar. Ne? Mit drei gebrochenen Rippen muss man erstmal gucken, was so geht. Ne? Leider mussten wir halt jetzt auch wieder die erste Woche dieser Tour ausfallen lassen, aber ich konnte mich auch gar nicht mit dem Gedanken anfreunden, jetzt diese ganze Tour wieder ausfallen zu lassen oder nochmal zu verschieben. Ich wollte das jetzt unbedingt spielen. Ich wollte jetzt auch, wir hatten eine gute Vorbereitung und ich weiß, dass wir ein klasse Programm haben. Und wie gesagt, also nochmal verschieben oder ausfallen, das kam für mich nicht in Frage. Deshalb auch ein paar Infusionen, ein paar Opiate und so, dann geht das alles schon. Also ich bin jetzt gerne auf Tour und ich glaube auch, dass man jetzt in dem Stadium jetzt mir gar nicht mehr so viel anmerkt. Ne? Also danach tut's weh, nach einer Show tut's weh. Und
dann lege ich mich auch ganz, ganz früh in den Bus und trinke alkoholfreies ganz brav, um halt eben diese 2 Stunden Konzert so, so gut und intensiv zu gestalten, wie es halt eben geht. Und es geht ganz gut. Also ich glaube, die Leute gehen hier glücklich nach Hause nach jeden Abend und das soll auch so bleiben. Ich war gestern dabei, also man hat es kaum gemerkt, muss ich sagen. Also das war schon wirklich grandios. Kommen wir zum Abschluss und zwar stellen wir da immer jedem Künstler die gleiche Frage. Ja. Und zwar, stell dir vor, Gott würde vor dir stehen und zu dir sagen, Mensch, ich habe es mit der Menschheit echt versaut. Du musst mir nun helfen. Was würdest du ihm raten oder zu ihm sagen? Ich sage, schick die Leute einfach mal alle auf Reisen. Ich glaube, Reisen ist so die wichtigste Erfahrung, irgendwie Menschen kennenzulernen, sich selbst kennenzulernen für mich, sage ich mal, tatsächlich irgendwie so eine wesensverändernde Erfahrung. Ja, also ich sag mal, ja, lernt euch besser kennen. Gut, der Match ist zum Abschluss. Ja, die letzten Worte gehören soweit an dir. Wenn du noch draußen irgendwas den Leuten mitteilen möchtest, nur zu. Ja, ich kann, würde mich freuen, ne, wenn noch ein paar Leute auf die Konzerte kämen. Es gibt hier und dort noch ein paar Restkarten. Ansonsten, glaube ich, sind wir gut drauf und ihr solltet euch das nicht entgehen lassen. Alles klar, dann bedanke ich mich für das Interview, Stefan, und dann viel Spaß gleich auf Tour. Dank dir. Alles klar, danke.